So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Forza Horizon 3. Und heute sitze ich im 2015er Jaguar XES, der im letzten DLC, also im Duracell Carpack, mit ins Spiel kam. Von dem werden wir heute mal ein wenig tunen, fahren und mal gucken, was der so gegen die Konkurrenz kann. Erstmal nochmal im Forza Vista Modus kurz gucken, weil der Wagen, der sieht wirklich geil aus, auch in diesem wunderschönen. Ist das so, ein schönes Rot hier, so in Richtung Weinrot, aber auch noch so schön. Es sieht wirklich geil aus, auch die Front mit den Scheinwerfern. Wirkt, wie ich finde, wirklich sehr böse. Obwohl es halt nur ein Sportwagen ist und kein krasses Mega-Auto. Auch ein Viertürer-Limousine, auch mit relativ kurzem Heck, würde ich sagen. Und extrem geilen Felgen. Guckt euch die mal an, wie geil die aussehen. Denn hier auch ein relativ cleanes Heck hier mit zwei gar nicht so großen Endrohren. Und vorne werkelt ein wunderschöner 3 Liter V6. Und auch, glaube ich, Kompressor aufgeladen oder Twin Turbo, ich weiß gar nicht. Will ich irgendwas sehen? Sieht aber eher aus wie Twin Turbo. Mit 340 PS und ich glaube auch im Facelift, also der 2017er Version, 380 PS. Auch nicht ganz wenig als Rechtslenker im Spiel. So, gucken, was da jetzt so können wird. Ich gehe erstmal natürlich bei dem Wagen tunen ein bisschen. Serienmäßig ja so im ersten Drittel der A-Klasse. Also ist auch schon, ja, ist nicht gerade wenig. Hat auch immerhin 7,3 Geschwindigkeit, das ist echt geil. So, bessere Bremsen kann man immer gebrauchen. Und natürlich die Karre, die liegt ganz schön hoch, finde ich. Alter, da geht auch was. Und das gefällt mir schon deutlich mehr. Der Wagen erinnert mich so ein bisschen an den Alfa Romeo Giulia, den neuen. Also ist auch so von der Form und irgendwie, ich weiß nicht, sieht irgendwie so ähnlich aus. Natürlich deutlich langsamer und auch nicht ganz so hübsch wie der Alfa Romeo, aber trotzdem, ich finde, die haben doch einige Parallelen hier. Haben wir auch beide einen Sechszylinder-Motor zum Beispiel. Ja. Und 451 Newton-Meter Drehmoment auf gut 1,7 Tonnen. Da geht auch ein bisschen weniger, ne? Ja, 1,5, das gefällt mir schon mal deutlich besser. Die Leistung, ich glaube, die werden wir sogar wie beim Bentley Serie lassen, ich weiß gar nicht. Ob wir die ein bisschen erhöhen, so auf so 400 PS in den Dreh? Das wird, glaube ich, ganz gut passen. Die Felgen lassen wir auf jeden Fall so, nur, denke ich mal, größer. Hinten haben wir 265er, etwas breiter. Ja, 305er, das mag ich schon. Vorne von 2,35er auf 2,75er. So, die Felgen, ja, lass ich so. Ich meine, die Felgen größer natürlich. Was drauf? Das sind 20 Zöller. So, wir brauchen dicke Felgen, 21er. Sowohl vorne als auch hinten. Oh, sieht böse aus. Hier gehen, denke ich mal, noch Vorderteile bei der Aerodynamik, die ja bescheiden aussehen. Der Spoiler. Lass uns mal so. Ich würde sagen, der Wagen, der braucht keinen Spoiler. Der sieht so gut aus. Das würde auch nicht mit dem Wagen so passen. Das sieht irgendwie, sieht dann kacke aus. Naja. So ein bisschen Leistung muss sein. Wir sind hier bei 254 kW. Ich würde sagen, so 400 PS, das wäre richtig geil. Das heißt, 294 kW müssen wir dann haben. Das ist einer zu viel. Aber dann genau 300 kW. Ja. 297. Ich will am besten genau 294 haben und das trotz Rennteile. 299. Wir machen mal kurz die Ventile wieder raus. Und dafür schon mal hier die Luftfilter. 289 würde, glaube ich, auch gehen. Nehmen wir 296 kW, 525 Newtonmeter auf gut 1,5 Tonnen. Ich glaube, das passt. So, ein bisschen leichter machen. Reifen, ich glaube, wir machen keinen besseren drauf. Dann wäre der sowieso S1 schon. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Man muss sagen, der passt so. Ich finde auch das Rot schon ziemlich sexy. Also schon mal diese Rennfarbe hier, die im Spiel so quasi voreingestellt ist, die sieht schon richtig geil aus. Würde ich auch den Wagen neben mir in Rot. Würde den Wagen an sich sowieso nehmen, weil der ist geil. So, was haben wir denn hier Schönes für Farben? Hier auch nicht gerade wenige zur Auswahl. Ja.
Irgendwie dieses Dunkellila, das hat was, ne? Ich finde das echt geil. Weil die Ritter waren auch ziemlich böse. Grün. Alter, das mag ich. That looks sexy. Natürlich blau. Oh, dunkelblau geht auch immer, ne? Alter. Ist das so eine Art Ultramarineblau oder was ist hier? Ey. Also die Farbauswahl bei den Wagen, die ist mega awesome. Nochmal so ein sehr, sehr dunkles Blau. Okay, schwarz sieht ein bisschen langweilig aus. Ich finde das Grün sogar gar nicht mal so scheiße eigentlich. Ich mag das sogar. Das passt auch so ein bisschen zu. Ich nehme das einfach mal. Die Felgen, ist halt die Frage. Lackieren wir die? Nee. Eigentlich müssen wir die so lassen, oder? Sonst sehen die nicht so geil aus. Wir lassen das mal so. Oder so in die Richtung British Racing Green. Hat kann schon was. Passt vielleicht nicht auf jeden Jaguar, aber auf diesen hier auf jeden Fall. Die Waage ist auch, glaube ich, fast identisch, soweit ich das weiß, zum XFS. Naja. Mal gucken, wie es sich so fahren lässt. Ich bin ihn ja schon mal im Carpack Review gefahren. Auch aus dem Nürburgring Carpack. Aber sonst seitdem gar nicht mehr. Oder machen wir ziemlich geil. Ich habe den extra hier für die Folge aufgehoben. Ja, das Grüne sieht geil aus. Komm. Ist auch so metallic-mäßig. Ey, das sieht geil aus. Natürlich auch die Felgen. Für einige ist es groß, aber ich finde es so geil. Ja, die müssen groß, Alter. So, V6 Sound, mal hören lassen. Ja, klingt aus dem Spiel hier wieder Jaguar F-Pace. Hier kurz übersetzt das Getriebe. Finde ich aber auch nicht schlimm eigentlich. Acht Gänge, oh ja. Ist auch schön hier ganz gechillt fahren, wenn man möchte. Aber wer will gechillt fahren, ja? Finde ich überbewertet. Fahren auch mal in diese Richtung, würde ich sagen. Aber ich möchte noch ein bisschen was tunen. Kleines bisschen was. Ganz kleines bisschen. So, geht Karre noch tiefer? Ja, ist auch tiefer als der Bentley. Ruf den Wunders. Braucht ja ca. 4,3 Sekunden auf 60 Meilen und 9,8 Sekunden auf 100 Meilen. Schafft Topspeed. What? What? 330 km/h. Bei ca. 400 PS. Können wir machen, nur halt der Bremsweg, der ist alles andere als toll. 42,1 Meter. Noch schlechter als der Bentley. Und der war schon nicht gerade besonders gut. Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, da. Die sind ja noch schön länger. Da achte mal richtig. Ja. Sagen passt. Ist nun quasi wie so eine Luxuslimousine, läuft nicht ganz so luxuriös, auch nicht ganz so schwer. Aber trotzdem geil und schnell. Und ja, die sieht böse aus von vorne, mit den Tagfahrlichtern auch. Ey, die sehen ja richtig böse aus. Das Auto ist auch geil. Leider im Spiel als Rechtslenker, finde ich nicht ganz so toll. Aber gut, was kann man machen? Okay, ja, kurze Getriebe finde ich gut. Der geht voran. Der schiebt. Der schiebt mega. Sag 250. Alter. Nicht schlecht. Also, das war nicht jetzt wirklich. Das ist jetzt kein Scherz. Also, für die Leistung ist der mega schnell. Das ist eine richtig geile Beschleunigung. So, Tacho erinnert so ein bisschen an den F-Type. So, von den Armaturen her. Ist aber nichts negativ angemerkt ist, weil ich finde den F-Type mega nice. Deswegen habe ich jetzt da nichts gegen. Kommt auch ein bisschen mit dem Heck in so einem zweiten Gang. Okay, im dritten, da geht's. Boah, der fährt sich geil.
Auch so ein kleines, so ein bisschen biestig, aber auch so irgendwie auch zahm. Wenn er so versteht, was ich meine. Wahrscheinlich nicht, aber. Also, wenn er will, er kann auch mal richtig ausrasten, aber er kann auch normal fahren. Also, normal in Anführungszeichen, ne? Was ist daran normal, muss 160 hier über solche Landstraßen zu heizen? Das ist nicht mehr normal. Von so einem teuren Auto. Einmal nicht aufpassen und der Wagen ist am Arsch. Und das Geld ist weg. Was kostet der Wagen eigentlich? Ich denke mal so. Oh, 70.000 in der Serie? 60? Ich weiß das gar nicht. Also, ich glaube, ein F-Type kostet nackig 100 oder 105. Aber es ist halt kein F-Type, ne? Ist halt nicht ganz so krass. Alter, geil. Zack. Die Schaltung mega schnell. Die Automatik. Macht ihren Job echt super. Uiuiui. Meine Güte. Ich gerade auch provoziert den Rift, aber. Ja. Im vierten Gang. Der Arsch, der geht auch mal rum. So muss das. Also wirklich, der Wagen, ich finde ihn bis jetzt richtig awesome. Da würde ich mal sagen, fahren wir mal direkt hier ein Rennen. Und ich würde sagen, heute fahren wir. Wir können auch mal das hier machen. Genau, machen wir den mal. Mach ich auch, ne? Ich leider als Rechtslenker, was ich sehr schade finde. Aber muss ich mich mit zufrieden geben. Der zweite Gang sogar Grip, tatsächlich. So, was ich also ab so 60, 70 km/h. Ich würde sagen eher 70, aber trotzdem, das ist gut. Sound trotz 6-Zylinder geil. Ich würde auch sogar mal behaupten, der Wagen, der braucht keinen 8-Zylinder. Weil das halt nur noch eine normale Limousine, kann man auch so als normaler Normalverbraucher vielleicht auch fahren, sich vielleicht leisten, aber es wird dann auch normal, jetzt nicht so wie was ich gleich ein M5 oder so. Ich meine, da muss ein V8 rein, aber es ist noch ein V10, das ist, naja, gut. Gibt's ja da nicht mehr. Boah, da reicht ein V6 völlig aus. Weil V6 kann auch böse sein. Oder sich 6-Zylinder-Motoren. Das hat BMW oder Porsche auch bewiesen. Vor allem Porsche. Die 6-Zylinder, Alter. Das sind richtig böse Motoren. Sind richtig stark. Und der Wagen auch mit dem Motor. Er muss nicht immer dicke Hose sein wie die Amis, aber. Ist auch nicht schlecht, ne? Dann Leder reichen auch aus. Oh Gott, ich bremse mal kurz. Ja, das muss man. Wow, ich hab noch verbremst, ey. Ich glaub's ja nicht. Ja, die 5 Meter, die zählen nicht. Machen wir mal ein Fanrennen. Der ist, glaube ich, Super Saloons, oder? Ja, Super Saloons. Da auf dem Bild auch jeder M4, also fährt er auch mit. Nachmittag. Wird immer heiter Regen, das. Glaube ich, passen. Achso, ja. 8,7 Kilometer. Also auch ein etwas längeres Sprintrennen. Aber sollte doch mit dem Wagen relativ zügig von der Hand gehen. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Naja, mal gucken, was der Wagen so drauf hat. Wo ist ja schon BMW, was ich da am Sarah. Was, Maserati? Nee. War doch ein Ghibli vielleicht, stimmt. Das erste Gran Turismo, aber kann ja gar nicht sein. Genau, mitfahren tut ein 1er M-Coupé, ein RS4 Ghibli, M4, RS4 Avant, S60 Polster, also. Ja, Limousine. Ein Q60? Ja, der geht noch. Ein Q50 wäre schlimmer. Dann noch ein XRS, ein XFRS, also das Topmodell des XF. Das ist böse. Dann noch ein V60 als Kombi. Und noch ein RS4 Avant, also auch nette Konkurrenz mit bei. Wenn man das Konkurrenz überhaupt nennen darf. Wo die ersten Gänge sind. Zum Durchschalten. Dritter Gang geht noch. Kann ja bei der letzten Fahrbahn nicht so viel Grip. Ui, kann der Arsch rum. Ja, das ist noch in Ordnung. Verwandt diese Leistung, das geht. Und ja, Beschleunigung scheint wohl nicht so schlecht zu sein. Trotz der nur 400 Pferdchen. Denn hier einige auch in der Serie deutlich mehr. Aber Leistung ist nicht alles. Ich bin jetzt mal am vierten geblieben. Aus Angst vor Wheelspin.
Uiuiui. Hier gerade den. Ey! Den schönen Audi verwacht. Vom RS4. Uiuiui. Okay. Also mit dem Biestig war wohl doch nicht so abwegig. Alter. Was ist denn das? Ist das ein M4 vor mir? Und 6. schalten zur Sicherheit. Aktuell auf dem 2. Platz. Einer fehlt noch. Logischerweise. Ich hab einen obvious Fabian. Uiuiuiui. Aber das Grün steht im Wagen echt. Also mit der Farbe bin ich sehr zufrieden. Vielleicht findet die Jaguar auch nicht die normalste Farbe. Aber muss ja nicht immer so Standard sein, was alle fahren. Ist vorwärts auch ein Audi? Der war gekonnt gegen die Wand gesetzt. Komm, zieh von dem Audi. Jawohl. Beschleunigung ist top. Handling. Naja. Den Umständen entsprechend. Ist halt jetzt kein M4, ne? Ist halt eine Limousine. Und die ziemlich hart abgeht. Den Audi einfach mal abziehen. Alter. Also das Spiel ist echt nicht verkehrt. Das sieht gerade geil aus, warte mal. Beauty, Beauty. Sieht wirklich böse aus. Ach du Scheiße. Genau deswegen hasse ich die Kurve. Wegen dem Ach du Scheiße. Alter. Also Kurvenlage so, M4 gegen Jaguar, M4 gewinnt. Sehr deutlich. Ja, da ist echt noch ein bisschen Verbesserungsarbeit notwendig. Deswegen wird es auch nur der 2. Platz werden. Nochmal schön den Reifen verbrennen. Ne, ne, reicht nicht für den ersten. Ist halt ein M4. Das ist schon. Das ist schon ein netter Konkurrent. Aber trotzdem immer der 2. Platz. Bin ich auch mit zufrieden. Weil 2. ich meine, ist es auch nicht so schlecht. Soll ich jetzt erster einmal bester? Erster ist bester, Deutsch 1. What the fuck? Achso, ich hab noch Vorteilsbonus, ich wollte schon sagen. 58.000 Credits für die Strecke? Naja. Und immerhin 10.700 EP. Finde ich auch nett. So, ein Rennen geht noch. Ich würde sagen, am besten mit jedem Auto so 2 Rennen. Das passt eigentlich ziemlich gut. Das gefällt mir. So, eine Rennen geht dann noch. Und wir fahren. Machen wir noch einen Rundstrecken? Oder hier noch ein Straßenrennen? Die 200 Meter, die schaffen wir noch. So. Ging schnell. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Kiva Valley. Weiß ja nicht. Yara Valley heißt das, ich wollte schon sagen. Wo kann ich denn Kira Valley oder Kiva Valley? War das aus einem anderen Spiel? Ich glaube schon. Ich weiß aber gar nicht aus welchem. Egal. So, mal gucken. Wird, denke ich mal, wieder Nacht sein oder zumindest Dämmerung. Und noch dunkel draußen. Ich sehe da eine SUV.
Oh. It was the moment. Fabian's Kling knew. He fucked up. GTN Nismo. Eine E-Klasse, Alter. Eine 40, ein Focus, ein i8. Q50 ist klar. Ich habe ein Problem. Aber was soll schon schief gehen? Ja, Start war schon mal besser. Trotzdem viel Wheelspin. Warte mal kurz. Also die KI, ne? Ich hätte besser machen können, aber warum ist denn da jetzt der Q50 auf einmal wieder so langsam? Den soll der überholen, wenn er schneller ist. So, Versuch Nummer 2. So. Alter, i8. Ey! Hallo? Wie haben wir abgedrängt, der Wichser? Ja. Auch hier F40, Alter. Wer ist das denn? Ja, Beschleunigung, Alter. Geht wieder gut ab hier, die Kiste. Die geht echt mega gut ab. Vor allem aus der oben, Alter, der Topspeed auch, ne? 330 für 400 PS. Das ist wirklich mega viel. Moin. Das war meine Weltstrecke von damals. Mit dem, mit was war das denn? Mit dem 488? Das war damals der 488 GTB hier auf der Strecke auf S2. Wo ich so ein bisschen die Fassung verloren habe. Kleines bisschen. Das hier nicht, ne? Schade. Ja, war auch eventuell deutlich. Es war ziemlich dunkel, ey. Weil man sieht natürlich nichts, logischerweise. Naja. Willst du auch Erster werden? Also, es ist noch greifbar. Muss ich auch niemals nie sagen. Sagen, ja, das schaffst du nicht mehr. Man muss das sich selber glauben, ja? Ja gut, tue ich vielleicht auch nicht immer. Aber die Hoffnung sollte nicht verloren gehen. So, jetzt auch, kann ich mein Topspeed vielleicht ausnutzen? Und wenigstens noch Zweiter werden? Ich roll aber gerade auf, ey. Topspeed is a bitch. Ciao. Gegen die E-Klasse, Alter. Wie geil ist das denn? Das ist irgendwie schon bitter, ne? Das ist irgendwie schon bitter, dass ein Topspeed-Duell von einem 400 PS Jaguar gegen einen wahrscheinlich 580, 600 PS Mercedes zu gewinnen. Das ist ein bisschen peinlich. Also für den Mercedes. Das ist für mich mega gut, Alter. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Natürlich war der Sieg jetzt auch verdient für mich, ja, was denn sonst? So, gab auch leider nur 8300 DP. Naja, aber auch genau wie der Bender, der Wagen, der fährt sich wirklich geil. Der ist auch, glaube ich, mega gut auf A-Klasse. Da kann er schon oben mitspielen. Wenn der Fahrer auch den Wagen exzellent bedienen kann. Das kann ich vielleicht nicht, aber gut. Ich gehe wieder in den Drohnenmodus. Es regnet gerade, ist das schön. Leider ein bisschen dunkel, naja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder einen neuen Wagen gibt. Oh, sieht das geil aus. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und ciao.